Medienbildung im Zeitalter der Digitalisierung. Welche Themen werden in diesem Schwerpunkt behandelt? Im Schwerpunkt werden sowohl praktische als auch theoretische Inhalte der Thematik vermittelt. Dabei werden einerseits bereits in der Schule angekommene Techniken, Methoden oder Medien wie das Arbeiten mit interaktiven Tafeln, B-Bots oder Tablets behandelt. Aber auch ein Ausblick, wie das Lernen und Lernen in Zukunft geschehen kann, wird gegeben und dabei Themen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Blockchain oder künstliche Intelligenz gelehrt. Was zeichnet diesen Schwerpunkt aus? Ich glaube, bei unserem Schwerpunkt ist das Spezielle, dass sich sehr viel sehr rasch ändert, denn die digitalen Medien unterliegen natürlich ständig einem Wandel. Es gibt immer wieder neue Tools, aber auch neue Potenziale, neue Gefahren. Das heißt, es bleibt immer spannend. Es ist oft ein gemeinsames Entdecken mit den Lehrveranstaltungsleiterinnen. Es ist bei uns eine gute Mischung zwischen theoretischen Inhalten und zwischen praktischen Hands-on-Arbeiten, also dass man wirklich die Tools ausprobieren kann, die Methoden ausprobieren kann, dass wir unseren Raum, den LTC, gut nutzen können, wo wir eben all diese digitalen Tools haben, aber auch eben zu schauen, dass nicht das Digitale im Vordergrund steht, sondern dass das Lernen und Lernen im Vordergrund steht. Warum sollte ich diesen Schwerpunkt wählen? Digitale Medien haben besonders in der Grundschule in den letzten Jahren oft ein Schattendasein geführt. Wie wichtig jedoch dieses Thema ist, zeigt uns nicht nur ein Rückblick auf das Covid-Jahr 2020, sondern auch ein Blick in das Kinderzimmer unserer Schülerinnen und Schüler. Der Alltag von uns und unseren Kindern ist geprägt von digitalen Medien. Diese Entwicklung ist auch nicht mehr umkehrbar. Daher ist es notwendig, Dinge wie beispielsweise Datenschutz, Fake News, Cybermobbing oder Big Data bereits in der Volksschule zu thematisieren, um so die Kinder auf die damit einhergehenden Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. Ich glaube, digitale Medien sind aus unserem Alltag, aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Das sind nicht nur Dinge, die jetzt den schulischen Bereich betreffen, sondern sehr stark auch den gesellschaftlichen und den Privatbereich. Das heißt, hier kann man viele, viele Dinge lernen, erfahren, die auch im Alltag nützlich sind. Es geht sehr viel darum, gemeinsam Dinge zu entdecken, also auch die Teamarbeit wird bei uns sehr groß geschrieben. Wir haben sehr viel abwechslungsreiche Inhalte. Wir haben auch sehr viel Spaß in den Lehrveranstaltungen, eben durch das gemeinsame Entdecken. Jemand, der neugierig ist, was sich da so alles tut in der Welt der Digitalisierung, mit den positiven Dingen und auch den negativen Dingen und auch hineinschnuppern möchte, was sich da vielleicht so in den nächsten Jahren entwickelt, Stichwort künstliche Intelligenz beispielsweise, ist mit diesem Schwerpunkt sicher gut beraten. Was ist allgemein bei der Wahl des Schwerpunktes zu beachten? Ich glaube, die Wahl des Schwerpunktes ist doch eine nicht unwesentliche, und ich glaube, sehr wichtig ist es, dass man sich doch dafür auch interessiert, also dass es nicht nur eine Entscheidung ist, was macht jetzt meine Freundin, mein Freund, welchen Schwerpunkt wählt er, sie, sondern auch, was interessiert mich, worauf bin ich neugierig? Man verbringt doch sehr viel Zeit mit dem Schwerpunkt, daher sollte das schon etwas sein, wo ich sage, da möchte ich einfach mehr darüber erfahren.